Dividendenaktien verkauft. Und zwar habe ich einige Dividendenaktien aus unserem 54-Euro-Dividendendepot verkauft. Ich möchte hier heute einerseits die Unternehmen nennen, was ich verkauft habe, andererseits meine Gründe nennen. Ich möchte dich auf jeden Fall keinesfalls verunsichern in deiner eigenen Strategie bezüglich Aktien kaufen, verkaufen und auch nicht bezüglich dieser Unternehmen. Was mir auch ganz wichtig ist, ich liest es relativ oft, dass Aktien verkaufen ganz was Schlechtes ist. Finde ich meines Erachtens überhaupt nicht, weil es gibt ja immer mal wieder Gründe, warum man sich zum Beispiel von einem Unternehmen trennt. Und bevor wir jetzt auf die Gründe kommen, bettle ich einfach mal um ein Abo. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, lass mal gerne ein Abo da, wenn du Bock hast, die Reise mit mir gemeinsam zu gehen, weil ihr hört es irgendwie, ja, ich lebe hier gefühlt in einem Zoo, mega geil auf jeden Fall. Ja, was waren jetzt meine Gründe, wieso ich diese Unternehmen verkauft habe? Einerseits möchte ich eine sichere Dividende. Das heißt, diese Unternehmen haben aktuell Probleme, dass sie eventuell ihre Dividende kürzen müssen. Was der zweite Punkt ist, und ja, da gibt es auch gleich mal einen Seitenhieb nach außen. Ich möchte mich hier nicht hinsetzen, irgendwann im fortgeschrittenen Alter und sagen so, yo, ich habe jetzt irgendwie beispielsweise nur 8% Rendite gemacht, währenddessen die Indizes und andere Blogger deutlich bessere Rendite erwirtschaftet haben. Ich möchte mich da hinsetzen, Minimum im guten, wenn nicht sogar im sehr guten Mittelfeld mit diesem Depot sein, was Performance, Rendite und so weiter betrifft. Und das wirklich Jahr für Jahr für Jahr. Und da muss ich einfach sagen, diese zwei Unternehmen, was ich verkauft habe, ja, die haben einfach die letzten 1,5 Jahre nicht die Arschbacken zusammenbekommen. Und das hört sich jetzt auch ein bisschen crazy an, aber ich muss da halt auch als Investor und als Unternehmen in Anführungsstrichen entscheiden. Und wenn die einfach nach 1,5 Jahren die Arschbacken nicht zusammenbekommen, muss ich halt mich von so einer Position trennen. Und einerseits möchte ich ja sichere Dividende haben und Sicherheit ist ja auch was Gewisses Planbares. Das heißt einfach im Umkehrschluss, ich möchte regelmäßig Dividendensteigerungen haben und dadurch auch irgendwann hier zum Beispiel das Leben in Thailand finanzieren können oder generell das ganze Leben finanzieren können. Und das ist ja auch etwas, was ich dir gerne mitgeben möchte. Und da habe ich jetzt noch was aufgeschrieben und in den letzten 1,5 Jahren ist auch einiges Persönliches bei mir geändert. Vor allem auch seitdem ich in Thailand bin, habe ich mich, denke ich mal, selbst sehr krass verändert. Ihr habt das selber gemerkt und ja, starten wir hier jetzt direkt rein mit den Unternehmen. Und zwar Omega Healthcare einerseits und LTC Properties. Ihr seht, dass diese Unternehmen waren ja im letzten Drittel von unserem Depot, kann man sagen. Die waren jetzt nicht so groß gewichtet, mit jeweils 3%, grob gesagt. Auf jeden Fall schauen wir uns direkt den Chart von Omega Healthcare an. Und in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, ist hier einfach wenig passiert. Ich muss sagen, ich habe per Sparplan investiert und habe einfach immer zu sehr ungünstigen Preisen gekauft. Sieht man ja an den grünen Punkten. Und jetzt, wo einfach in den letzten 1,5 Monaten der Chart nach oben gegangen ist, der Kurs besser gesagt, habe ich einfach für mich entschlossen, ich muss jetzt dieses Unternehmen verkaufen mit plus minus 0%, weil es kommen jetzt dann die Quartalszahlen raus. Es gibt das Gerücht, dass 5-10% weniger Umsatz geben wird, dass eventuell die Dividendenkürzung geben wird. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt einfach die Gelegenheit genutzt und diese Position verkauft. Jetzt verlinke ich da oben mal kurz in der Infobox ein Video und zwar zu Unilever. Sehr, sehr spannendes Video, weil ich habe Unilever zuletzt nachgekauft. Da sehe ich zum Beispiel mehr Potenzial wie bei Omega Healthcare oder das andere Unternehmen LTC Properties. Und da habe ich das gleiche Problem. Ich mag jeweils von Omega Healthcare und von LTC Properties das Geschäftsmodell, weil wir Menschen werden immer älter, wir brauchen Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort, aber es ist vielleicht jetzt aktuell die falsche Situation, solche Unternehmen im Depot zu haben. Und ihr seht es auch in der Vergangenheit, mein Sparplan ist immer viel zu hoch ausgeführt worden, deswegen bin ich mittlerweile auch überhaupt kein Fan mehr vom Sparplan. Ich kaufe Aktien, ehrlich gesagt, bei Scalable Capital, weil dort kann ich ab 250 Euro kostenlos Aktien kaufen. Hier mal die Empfehlung, unten ist natürlich der Link drinnen in der Videobeschreibung und da oben ist nochmal der Link drinnen und zwar für aussichtsreiche Aktien, die wo ich im Hochdividendensektor gekauft habe, die wo deutlich besser sind, meines Erachtens wie Omega Healthcare und LTC Properties. Und ja, das waren meine Gründe. Einerseits möchte ich sichere und planbarere Dividende haben. Ich möchte mich als Influencer in Anführungsstrichen mich nicht hier hinhocken und irgendwann sagen so, yo Leute, irgendwie 8% macht, voll cool einerseits, aber andererseits muss ich sagen, ja, bin unter den Schätzungen der Indizes und alles geblieben.
möchte ich einfach nicht. Ich möchte mit diesem Depot eine richtig geile Performance hinlegen, richtig geile Dividende kassieren und eine richtig geile Historie hier hinlegen auf YouTube, sodass man in 10, 15 Jahren zurück schaut und sagen so, boah, Holly, weißt du noch, damals in Thailand, da hast du gesagt, das und das und das veränderst du, das hast du verändert und jetzt schau an, in 10 Jahren, keine Ahnung, 100, 200, 300% plus gemacht. Das ist auch so mein Ziel mit diesem Depot. Haben natürlich da immer sehr hohe Ziele und freut mich, wenn wir das Ganze einfach gemeinsam erreichen. Deswegen gerne den Kanal abonnieren.